Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutila und heute Peter für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Kisten-Opening basteln. Ich habe nämlich letzte Woche wieder eine Mythic Plus Instanz gemacht und müsste hier wieder ein schickes Item rauskriegen. Und zwar war ich, glaube ich, letzte Woche sogar eine 14er Instanz war ich unterwegs gewesen. Heißt, ich müsste ein bisschen mehr Titanresidium bekommen und dementsprechend mir vielleicht auch noch ein cooles Azerit-Teil kaufen können. Letzte Woche hatte ich ja ziemlich Lack und habe quasi eine 425er Hose mit Sockel rausgekriegt. Es ist kein Tertiär-Stat drauf, ne? Also dann wäre sie perfekt. Gut, die Sekundär-Stats sind nicht ideal, aber wer will motzen, wenn es quasi Max-Roll plus Sockel ist, ne? Kann man jetzt nicht motzen. So, ich glaube, ich habe mein Glück aufgebraucht. Vielleicht habe ich dennoch ein bisschen Luck und ziehe jetzt vielleicht eine Waffe raus. Also ich würde jetzt eine 425 mit Sockel, würde ich jetzt nicht nein sagen. Und ein Trinket wäre auch nicht schlecht. Mal gucken, was ich krieg. Oh, ein Trinket. Ah, das ist, glaube ich, shitty, oder? Was ist es denn? Was haben wir denn hier? Mastery und mit dem Aki-Proc. Ja, du. Wobei, so schlecht wäre das gar nicht, ne? Ich glaube, mein Würfel ist dennoch besser. Aber das wäre tatsächlich eine sinnige Alternative. Vor allem als Katze ist Mastery gar nicht so schlecht. Da machen nämlich meine Dots ein bisschen mehr Damage. So, was habe ich denn jetzt an Titanresidium rausgekriegt? 793, also man merkt schon, wenn man ein bisschen eine höhere Instanz geht, kriegt man auch tatsächlich ein bisschen mehr Titanresidium. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal noch einmal hoch und gucken mal, ob ich mir jetzt noch ein Teil kaufen kann. Ich glaube, ich brauche 1700 und ein paar zerquetschte. Es kann natürlich sein, dass es jetzt 1750 sind. Dann wird es ein bisschen eng, ja. Aber wir schauen jetzt einfach mal rein. Also, was brauchen wir denn? 1725, perfekt. Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken. Also, hier habe ich quasi zwei Teile. Die Schultern waren es. Dann habe ich mir das letzte Mal noch eine Brust gekauft, ne? Also, ich schaue, dass ich mehrere Azerie-Teile zum Auswahl habe, da ich halt quasi ein Set haben möchte mit, ja, ein Set haben möchte, dass ich Arena spiele und eins quasi als Druid Tank für PvE-Content. Dann würde ich auch sagen, kaufen wir uns noch Schultern und hoffen einfach, dass da jetzt ein paar vernünftige Trades auch für die Katze drauf sind. So, schauen wir mal rein, was da jetzt drauf ist. Und zwar bräuchte ich eher katzentechnisch was. Oh, das ist schon mal gut. Was habe ich denn noch für Alten drauf gehabt? Genau, da habe ich hier dieses Blutnebel geskillt, wo ich nicht so hundertprozentig sicher bin, ob der so gut ist, weil das irgendwie nicht geprockt ist. Ich habe das ein bisschen getestet und es ist einfach ums Verrecken nicht geprockt. So, was hätte ich denn jetzt hier drauf für Tank? Also für Tank hätte ich quasi. Na gut, da könnte ich das hier auch nehmen, ne? Und für Katze hätte ich Krallenhieb noch drauf, was ganz in Ordnung ist. Ja, ich skill's jetzt einfach mal und schau mir das mal an, was ich dann nehmen könnte. Gut, da ist es jetzt natürlich nicht so ideal. Ich habe die Heilung drauf, beziehungsweise hier kriege ich Tempo. Und was hätte ich hier? Eisenbeißer. Das ist nicht. Also es gibt ein Katzenbild, wo ich habe da einen gesehen, der spielt nur mit diesem Trade hier, also auf allen drei Teilen und kaut da ziemliche Crits dann im Endeffekt raus, weil das stackt hoch, ne? Mit wilder Biss pro Kombo-Punkt macht der nächste Einsatz von Zerfleddern halt hier mehr Schaden. Knappe 4K, wenn du dann 5 Kombo-Punkte hast, ne? Mal 5 sind dann schon fast 20k mal 3, ne? Theoretisch 60k. Also da kannst du schon ganz gut was decken. Habe ich aber bis jetzt noch nicht ausprobiert. Das wäre vielleicht eine Alternative. Aber jetzt als Tank haut mich das jetzt nicht so um. Gut, ich könnte die Heilung nehmen oder das. Also für den Guardian ist das Ding irgendwie nicht ganz so geil. Geht so. Und das hier ist immer ein bisschen shitty. Da müsste ich nämlich eine. Ich müsste den Sternsog wirken, dann hätte ich für 20 Sekunden 500 Lifesteal. Das wäre natürlich schon krass, aber da muss ich zwischen. Ja, gut, also man könnte es wahrscheinlich im Raid schon so spielen, immer wenn man abtauntet, quasi einmal einen Sternsog reinhauen und dann wieder zurück in Bären hat, dann Haufen Lifesteal, ne? Könnte, wenn man die Spielart macht, nicht so schlecht sein. Tatsächlich bevorzuge ich aber dann eher die Geschichte, da muss ich nicht aus dem Bären rausgehen. Weiß ich nicht, gibt bestimmt den einen oder anderen Encounter, wo man gut viele Switche hat, wo man das machen könnte. So, also für Guardian hat er keine guten Trades drauf, für, oder das Azerit-Teil, für Feral im PvP-Bereich auch nur so semi. Ich bin mir bei dem nicht sicher. Das hier ist natürlich komplett Kacke in der Arena.
Obwohl doch, wenn ich rasche Heilung wirke, absorb, ist eigentlich doch nicht so schlecht, wenn ich gerade drüber nachdenke. Ne? Tatsächlich, das, weil da haue ich ja doch ab und an die rasche Heilung raus. Nee, ich revidiere meine Aussage. Das ist in der Arena wahrscheinlich doch nicht so schlecht. Mit 20k Absorbschild kann man machen. Bloß die anderen Trades sind so, naja. Aber mal gucken, ich muss mein anderes Teil noch mal ein bisschen durchschauen. Dann schaue ich mal, ob ich da noch mal ein bisschen was hin und her skillen kann. Und dann habe ich vielleicht ein Set für PvE und ein Set für PvP. Gut, das war's mit dem kleinen Opening. Das Trinket muss ich mir jetzt auch noch mal gucken. Vielleicht kann ich es bei der einen oder anderen Situation benutzen. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausgezogen habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Chela, bis dann. Ciao.